mal eine aussuchen. Ich suche mir selber eine aus. Okay. Wer will denn die Chilischote essen? Was mit dir, Junge? Yo, meine Freunde, ich komme zu einem neuen Video und zwar, wie ich schon an der Überschrift gelesen habe, ein Wer würde eher meine Freundin, frage ich glaube schon so, wo ist meine Freundin, sie kommt gleich. Aber bevor ich mit dem Video anfange, wollte ich nochmal sagen, dass sie sehr, sehr schüchtern ist, weil das ihr erstes Video auf meinem Kanal ist, beziehungsweise ein richtiges Video, außer diese ganzen Pranks und so. Auf jeden Fall, ich will nochmal sagen, wir rufen sie jetzt rein, bitte Sina, komm her. 2000 Jahre später. So, Freunde, auf jeden Fall ist es wirklich 2 Stunden gebraucht, bis sie jetzt hier saß. Auf jeden Fall, ich will nochmal sagen, wir beginnen direkt, jeder hat 2 Zettel. Einmal Ali und einmal Sina. Und ja, ich glaube schon so, woher ich die ganzen Fragen habe, wer würde eher von meiner Snapchat Community, weil ich habe eine Umfrage gemacht, schickt mir jetzt Fragen, weil ich ein Video meiner Freundin drehe. Auf jeden Fall, ich würde mal sagen, wir beginnen direkt. Meine Freundin liest jetzt die erste Frage vor, kommt. Wer würde eher fremdgehen und es nicht zugeben? Oh, am Anfang schon so eine unangenehme Frage, komm sie her. Ey, ich sag nichts dazu. Wir wollen es beide nicht machen. Genau, genau so ist es, wir werden es beide nicht machen. Die nächste Frage ist, wer würde draußen in der Stadt nackt rumlaufen? Okay. Ich bin auch der Meinung, weil ich bin eher so der nackt rumlaufer. Auch hier zu Hause laufe ich ganz nackt rum. Also ich schäme mich eigentlich vor gar nichts. Okay. Komm, die nächste Frage, Sina. Wer würde eher eine Chilischote essen? Die nächste Frage ist... Wer würde von euch beiden den ganzen Tag nichts essen? Okay, los. Weil ich faste und das Ding ist, sie hat noch Fasten probiert. Sie ist aber natürlich dran gescheitert. Nein. Leute, nach 10 Minuten wollte sie wieder essen und dann natürlich hat sie gegessen. Auf jeden Fall die nächste Frage ist, wer würde eher eifersüchtig sein, beziehungsweise wer eifersüchtig auf uns beide ist? Ali? Nein. Sina, warum nicht? Ich bin eifersüchtiger. Ich bin nur noch so eifersüchtiger, weil... Diese Frage... Wer würde eher Fallschirm springen? Ich würde sagen, die Sina. Du hast mehr Eier, ne? Auf jeden Fall Sina, ne? Ich trau mich nicht. Und so ist es halt, ne? Peschka. Das ist eine richtig gute Frage, okay? Hast du schon gelesen? Nein. Die nächste Frage ist, wer würde eher seine Haare pink färben? Leute, gestern haben wir noch... Leute, ich wollte einfach gestern die Haare pink färben. Warum bist du so? Ich finde das schön. Ich wollte einfach gestern die Haare pink färben, das passt einfach gerade richtig perfekt. Es tut mir nochmal leid, dass ich nicht jetzt jede Frage dran nehmen kann, es ist richtig schwer. Aber jede Frage besteht nur aus, wer würde eher Schluss machen, wer würde eher fremdgehen. Leute, was ist das? Wer würde eher nur mit Unterwäsche einkaufen gehen? Ich glaube, hatten die Frage nicht? Nein, ne? Ali, du hast auch Ali. Ja. Wie ihr wisst, ich bin ja ein freizügiger Mensch auf der ganzen Welt. Ich schäme mich einfach gar nicht. Wer würde eher das Zeugnis den Eltern verschweigen? Wer hat die besseren Noten von uns? Ich. Auf jeden Fall, ich würde eher das Zeugnis verschweigen, ist auch deine Meinung. Ja. Weil ich habe halt die schlechteren Noten und das ist halt so, ne? Ja. Wer würde eher von euch besser kochen? Komm, mach mal jetzt. Zeig mir los, zeig mal, was du machst. Niemals, niemals. Leute, ne? Letztes Mal hat sie für mich Iftar gekocht. Sag mal, ey, war es lecker, ja oder nein? Ja. Es war lecker, ne? Ich musste ihr helfen, ich musste ihr die Rezepte aufschreiben, ich musste das machen, ich musste das kochen. Sie wusste einfach gar nichts vom Essen. Warum? Warum wissen wir auch nicht? Das heißt, ich würde eher vor Wut was kaputt machen. Ich bin so ein Mensch, ne? Wenn ich sauer bin, ich zerstöre einfach alles, was vor mir kommt. Ich weiß nicht warum. Ich mache Stühle kaputt, Tische kaputt, ich mache Gläser kaputt, ich mache alles kaputt. Das heißt, ich bin Zerstörer, ne? Wer würde ja eine Woche nicht in den Spiegel schauen? Jetzt erzähle ich euch mal eine Story. Auf jeden Fall, wir drehen hier gerade das Video, ne? Und da hinten ist ja ein Spiegel. Das heißt, sie ist schon, sagen wir mal, gefühlte 30 Mal dahin gegangen, oder? Gefühlte 30 Mal zu spiegeln, damit sie kurz ihre Haare macht fürs Video. Und ja. Wer würde ja fremdgehen? Wer würde ja fremdgehen? Wer würde ja fremdgehen? Wer würde ja fremdgehen? 2000 Jahre später. Und kam einfach so auf die Frage, wer würde er fremdgehen, wer würde er den anderen betrügen? Was ist das für eine Frage? Aber eines, ich nehme jetzt sie, sie nimmt mich. So, wisst ihr, ich meine, sowas klappt gar nicht. Und wenn ich sie ja fremdgehen würde oder sie mich, dann wären wir ja gar nicht hier sitzen, ihr Idioten. So, Freunde, auf jeden Fall, das war's mit der Wer würde er Challenge mit meiner Freundin. Auf jeden Fall, ich glaube, würde mal sagen, bei 2000 Likes kommt der nächste Teil. Sprengt einfach den Daumen nach oben. Und das Wichtigste ist, ihr müsst in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr noch sehen wollt mit meiner Freundin. Und willst du noch ein Abschlusswort sagen? Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.
So, Freunde, auf jeden Fall wollte ich noch was Wichtiges ansagen, bevor ich das Video beende. Auf jeden Fall, wie ihr schon auf Snapchat und auf Instagram gesehen habt, die aktiv da sind, auf jeden Fall mache ich bald ein Merch. Und das Ding ist, ich habe jetzt noch kein richtiges Symbol im Kopf, was auf diesem Merch draufkommen soll, beziehungsweise T-Shirt oder Pullover. Ihr müsst mir jetzt auf Instagram oder auf Snapchat ein Bild schicken, wie ihr es haben wollt, beziehungsweise das Symbol, so eine Form. Dann gestalte ich das noch vielleicht um oder so. Deswegen schickt mir auf Instagram und auf Snapchat Symbole. Alles unten in der Bio. Und auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Schickt's mir einfach. Peace.